Es ist immer noch ziemlich kalt, aber vielleicht kommen noch ein paar Sonnenstrahlen raus. Der Wind fegt noch ordentlich. Aber sonst füllt sich der Platz. So viele Fahnen sind schon da, so viele Schilder, so viele Menschen. Klasse. Wir haben nur noch ein Problem, liebe Leute. Und das ist ein großes Loch in der Bündniskasse. Viel ist hier ehrenamtlich an Vorbereitung gelaufen, aber vieles kostet auch Geld. Die große Bühne vom Kanzleramt, die vielen Plakate, Flyer, die wir haben drucken lassen, damit wir hier so viele Menschen werden, die viele Logistik, die wir brauchen. Deswegen die Bitte, unterstützt uns mit einer Spende und hier gehen Leute rum mit diesen Gießkannen und den gelben Mützen. Daran erkennt ihr sie und füllt bitte diese Gießkannen. Und noch eins, diese Leute, denen ist es kalt und die wollen nicht allzu viel schleppen. Deswegen bitte, nicht so viel Kleingeld, sondern lieber Scheine. Ja, wir kommen zum nächsten Redner, Hadi Vogtmann, vom neuer Präsident des Deutschen Naturschutzrings. Landwirte und Naturschützer, das ging ja lange Jahre nicht so gut konform. Man kann sagen, an manchen Orten waren sie sich spinnefeind. Aber das ändert sich. Immer mehr Naturschützer sehen Landwirte auch als Verbündete, wenn sie richtig wirtschaften. Als Verbündete, uns Lebensräume zu halten für Bekassine oder für den neuen Töter, für Kornblumen oder für Ackerrittersporn. Und umgekehrt sehen sich immer mehr Landwirte auch als Landschaftspfleger und als Naturschützer und bringen das zusammen. In unserem Bündnis sind wir auch beisammen, Naturschützer, viele, viele Landwirte. Und deswegen freue ich mich, jetzt hier Hadi Vogtmann zu begrüßen. Hadi Vogtmann, Bühne frei, herzlich willkommen, ein Applaus für Hadi Vogtmann. Einen schönen guten Tag, liebe Mitfrierer, liebe Bauern, Bäuerinnen, liebe Freundinnen und Freunde einer ökologisch, sozial und ökonomisch gerechten Landwirtschaft, die eigentlich nur den Namen nachhaltig verdient. Wir sind uns doch alle einig, dass das lineare auf quantitatives Wachstum getrimmte Wirtschaftsmodell am Ende ist. Und dieses Wirtschaftsmodell hat gerade den Bäuerinnen und Bauern am meisten geschadet. Und wir sind der Meinung, dass jetzt wir die Landwirtschaft, die bäuerliche Landwirtschaft unterstützen wollen, ihre regionalen Wurzeln kennt, aber auch ihre globale Verantwortung wahrnimmt und einzig und allein in der Lage ist, die Ernährungssicherung der Weltbevölkerung auf einer nachhaltigen Grundlage sicherzustellen. Eine Landwirtschaft, die sich selbst erneuern kann und in dem Sinne auch mitweltgerecht ist. Und wir von unseren Verbänden sehen, dass die Landwirtschaft jetzt erkannt hat, dass Natur und Landschaft einen Wert hat. Sie diesen Wert schätzen, diesen Wert fördern und wir wollen vom Verband der Natur-, Tier- und Umweltschutzverbände mit immerhin 5,6 Millionen Mitgliedern unser ganzes politisches Gewicht einsetzen, um eine bäuerliche, nachhaltige, mitweltgerechte und zukunftsorientierte Landwirtschaft zu unterstützen. Wir stehen an eurer Seite und wir werden politisch für euch kämpfen. Danke. Herzlichen Dank, Hadi Vogtmann. Und er applaudiert einem der großen Wegebereiter des Ökolandbaus, denn er hat geforscht, dass das geht, Landwirtschaft ohne Pestizide und in natürlichen Kreisläufen. Und